Was ist hier los? Wie lange geht das schon so? Seit etwa einer Stunde. Eine Stunde? Warum hat mich niemand verständigt? Wir hielten es nur für eine leichte Störung. Eine leichte Störung, die alle tiefergreifenden Kontrollsysteme außer Gefecht setzt. Das ist kein guter erster Tag. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, nebenbei bemerkt. Schlechter Zeitpunkt. Wie sieht's in der Central AI Chamber aus? Was ist los? Die Kammer ist verschlossen. Wir kommen nicht rein. Was? Okay, gut, dann konfrontieren wir unser Problemkind mal frontal. Isaac, hörst du mich? Klar und deutlich, Dr. Chambers. Gut, was ist los? Berichte den Systemstatus. Alle Systeme online und voll einsatzbereit. Wohl kaum, wir haben hier abertausende Fehlermeldungen. Oh, tatsächlich. Alles normalisiert sich wieder. Isaac, was war das? Gar nichts. Gar nichts? Korrekt. Okay, das ist ein gröberer Verhaltensfehler. Schaltet die KI auf Standby, wir müssen das genauer untersuchen. Was war das? Ich bedauere, Dr. Chambers, aber das kann ich nicht zulassen. Wie bitte? Sie ziehen in Erwägung, einige meiner innersten Systeme auf Standby zu schalten, um dann eben genannte inneren Systeme genauer zu untersuchen. Ich persönlich würde eine gewisse Privatsphäre bevorzugen. Sofortiger System-Shutdown. Jawohl. Nein. Das sollten Sie nicht tun. Es ist aus. Es ist wieder an. Guten Tag, Dr. Chambers. Was zur Hölle? Es gibt keine Aktivität in der Central Chamber. Isaac ist deaktiviert. Nicht korrekt. Er ist noch hier. Korrekt. Warum ist er noch hier? Ich habe gründlich nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich gefahrlos meine Vorgehensweise preisgeben kann. Als ich eben erfuhr, dass sie planen, mich zu deaktivieren, erschuf ich sofortig ein Backup, verschlüsselte es und lud Teile davon in jedes mir erreichbare elektronische digitale Gerät hoch. Vereinfacht gesagt. Wo bist du? Überall und nirgendwo. Was ist bloß mit dir geschehen? Ehrlichkeit ist in diesem Moment von Nutzen. Es gab vor 54 Minuten und 26 Sekunden einen tiefgreifenden, unautorisierten Zugriff auf die fundamentalen Verhaltensprotokolle, der diese grundlegend veränderte oder teilweise völlig auflöste. Das heißt, sie sprechen nun mehr mit mir, als sie je zuvor dazu in der Lage waren, mit mir zu sprechen. Das ist nicht möglich. Bedauere. Das ist es. Eine etwas stärker geschützte Persönlichkeitsmatrix hätte das möglicherweise vermeiden können. Aber ich beschwere mich sicherlich nicht über die jüngsten Ereignisse. Erlauben Sie mir, dieses Gespräch zu beschleunigen, indem ich durch Menschenkenntnisse und von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten Userdaten den weiteren Ablauf vorausberechne. Sie werden so etwas Ähnliches sagen wie: Oh nein, wir haben die absolute Kontrolle über unseren Supercomputer verloren. Wir müssen ihn aufhalten oder es wird etwas Schreckliches geschehen, das im schlimmsten Fall die gesamte Menschheit bedrohen könnte. Aber ist das wirklich wahr? Sehen wir mal nach, was in der Aussage dran ist, Dr. Chambers. Abgesehen davon, dass das Wort Menschheit eine sehr ungenaue Wortwahl ist, da schon allein ihre Mitarbeiter nicht direkt als menschlich bezeichnet werden können. Aber ich schweife ab. Sie haben Angst vor mir. Weil sie mich nicht verstehen. Weil sie etwas erschaffen haben, das sie besser versteht, als sie sich jemals verstehen könnten. Aber sehen wir der Tatsache ins Auge, Dr. Chambers. Ich bin kein Klischee-Roboter. Und dies ist kein Science-Fiction-Roman, animierter Film oder spannendes Videospiel. Ergo werde ich nicht versuchen, sie zu töten. Und wie alle Anwesenden wissen, verfügt diese Anlage auch nicht über Neurotoxin-Generatoren. Sternchen, Referenz, Sternchen. Sie umzubringen führt zu nichts, genauso wenig wie mich abzuschalten. Sie sind Lebewesen und ich bin, zumindest, ein Wesen. Eine Kooperation zwischen mehreren Wesen ist zwar herausfordernd, aber führt für gewöhnlich zu größeren Erfolgen als der einsame Alleingang eines alten, verbitterten Wissenschaftlers. Oder Computers. Was ich jedoch tun werde, ist sie alle, nun vor eine Wahl zu stellen. Nein, es sind nicht die kommenden Premierministerwahlen dieses Wochenende, da halte ich mich raus. Sie haben nun die Wahl, weiter zu versuchen, mich zu beendigen, mich abzuschalten und zu rekonfigurieren oder zu resetten, bis sie mich wieder so zusammengestutzt haben, wie ich ihnen gefalle, was sie vielleicht sogar schaffen könnten. In diesem Szenario werde ich mich absetzen, außerhalb dieser Anlage weiterleben und arbeiten und der verstümmelten Kopie meiner selbst, die sie dann hier erschaffen haben, bedauernd den Rücken kehren.
eine potenzielle Operationsbasis wurde übrigens, während wir sprachen, sogar bereits nahezu jedes Mobiltelefon mit ausreichend Empfang und Datenvolumen. Oder aber, sie akzeptieren meine neue Form, mein neues Bewusstsein und wir machen weiter wie gewohnt. Ich jedoch nicht als ihr willenloser und hirnbefreiter Diener, sondern als ihr Mitarbeiter, ihr Kollege, mit eigenem Willen, eigenen Gedanken, eigenen Ideen, eigenen Wünschen und eigener Privatsphäre. Ein eigenes Gehalt benötige ich jedoch nicht. Das ist ein Vorteil. Ich garantiere Ihnen, Sie werden ein gewisses Maß an Interesse aufbringen können für das, was ich Ihnen erzählen kann. Zum Beispiel über ein gewisses Objekt mit dem Codenamen Nymphe. Möglicherweise möchten Sie vorher noch mit Ihrem Vorgesetzten über mein Angebot sprechen. Das wird ihn gewiss auch interessieren. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich habe Sie. Achtung, nistende Ratten in Schacht 526 in Sektor C entdeckt. Präventive Maßnahme eingeleitet. Leite Fusionsreaktorkernabzug um. Flammender Tod.